Einen schönen guten Abend aus der Praxis Müller-Camus. Ja, gerade diese Tage wieder zwei Patienten sehr kurz zusammengekommen hintereinander mit relativ ähnlichen Problematiken. Und die Ursache hierfür war relativ nah und doch sehr fern zu finden. Um was ging es? Es kamen kurz hintereinander zwei Patienten zu mir, die beide ähnliche Symptomatiken hatten, nämlich eine Entzündung, eine Problematik im Schultergürtel bzw. im Schultergelenkbereich. Natürlich muss man dann immer an Überbelastung und Sonstiges denken. Bei der Untersuchung stellte sich aber dann heraus, dass die eigentliche Ursache, und das ist das Interessante, im Kiefergelenkbereich zu finden war. Und zwar hatten beide eine kraniomandibuläre Dysfunktion. Das heißt, eine Gelenks-Kiefer-Fehlstellung, muskuläre Verkürzungen, die dann dazu versorgen, beispielsweise kann man sich das vorstellen, wenn hier das alles muskulär verkürzt ist, dass es hier dann auch irgendwann mal sich auf die Halsmuskulatur, dann wiederum auf die Schultermuskulatur, am Ende entlud sich dann diese Dysbalance im Endeffekt dahingehend, dass der ganze Schulterkopf reingepresst in das Schultergelenk war und es kam dann zu Reibungsproblemen, es kam zu einer Bursitis, also einer Schleimbeutelentzündung, es kam zu massiven Beschwerden, Patienten konnten teilweise den Arm nicht richtig hochheben und das ist natürlich dann eine sehr, sehr unangenehme Geschichte. So, wie habe ich das festgestellt, wie konnte man das feststellen? Ganz einfach. Nach der Untersuchung habe ich einfach mal dieses Kiefergelenk manipuliert, indem ich den Patienten eine bestimmte Kieferstellung machen ließ, ihn auf bestimmte Dicken von Stiften habe mal draufbeißen lassen und somit eine Entlastung im Gelenk zu bekommen. Und siehe da, anfängliche auch Muskelbeschwerden, die dann extremst schmerzhaft, wenn ich gedrückt habe, vor der Untersuchung waren, in dem Moment, wo das Kiefergelenk sich verändert hat, waren auf einmal diese Schmerzen entweder komplett ausgeschaltet oder sie waren signifikant reduziert. Man sollte immer, immer daran denken, wirklich absolut ganzheitlich, dass bei Beschwerden, Nackenbereich, Schulterbereich, aber selbstverständlich, wenn das schon ein ganz langer Prozess ist, auch Brust-Lendenwirbelbereich, dass immer hier oben hier eine Fehlstellung sich irgendwann mal auf die Halsmuskulatur, Schultermuskulatur und dann wirklich weiter im Bereich der Wirbelsäule dann zeigen kann. Das ist eine nicht seltene, das muss man ganz klar sagen, sehr häufig unterschätzte Ursache hier, dieser Gelenkbereich. Ich habe den einen Patienten zu seinem Physio geschickt, der recht gut ist und der sich auch damit auskennt. Und die andere Patientin habe ich dann zu einem Kollegen geschickt, der ein oder andere, der sich dafür interessiert. Schaut doch mal bitte unter www.physio-alan, also alan.de mal nach. Dort habe ich dann die eine Patientin hingeschickt, weil das ist beispielsweise ein Kollege, der sich hervorragend damit auskennt. Und das dann einfach wieder, sage ich jetzt mal, ordentlich manipulieren kann, damit einfach diese Schmerzen aufhören. Das heißt für Sie, bei solchen Beschwerden, nachdem es orthopädisch abgeklärt worden ist und wir auch bildgebende Verfahren haben, sollte man sich immer wirklich auch mal hier den Gelenkbereich des Kiefers angucken. Sind dort Dysbalancen, sind dort Störungen, muskuläre Veränderungen? Und meistens findet man da die Ursache und kann dann eigentlich relativ einfach eine schmerzhafte Angelegenheit im Schulterbereich besten Fall beheben. Schönen Abend Ihnen da draußen, lassen Sie es gut gehen, bleiben Sie gesund. Bis dahin, Ihre Praxis Müller-Camus.